Oh oh. Oh oh. Oh nein! Oh, wie lahm läuft denn? Nee! No, 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 no. Wow, 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 wow. Ach komm, die können auch nicht durch. Oi! Wow, 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 wow. Nein! Oh. Shit, 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 shit. Was geht denn jetzt ab? Oh. Lauf, 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 lauf. Wow. Das tut, muss doch wehtun. Häng ab, Jung. Ist eine Hangover, wa? Okay. Hey, Lara. Falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. So schnell wir können. Dein Ernst? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wirklich dein Ernst? Alles voll. Oh, ich kann nicht mehr tragen. Sorry. Okay, da, da. Ah, komm mal hier. Komm hier rein. Ja! Wow. Mein Fell, danke. Kohle. Kohle. Oh Gott, da ganz oben, ey, leco mio. Ach nee, ich wollte gerade sagen, da sitzt der Prinz doch. Ich habe gar nicht auf Lamas geachtet. Ich brauche Lamas. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ja. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Yep, wir retten ihn aber. Wir sind ja so nett. Ich kann echt an keinem Busch vorbeigehen. Ich kann's mir schon vorstellen, morgen so bei der Arbeit. Oh, guck mal, ein Busch nehme ich mal mit. Guck mal, noch ein Busch nehme ich auch mit. Oh, ein Huhn. Kann ich nicht mitnehmen. Unuratu, Sie haben Ätzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle.
Okay, da geht's wohl lang. Ich hier noch ein paar Nebenmissionen machen. Ein bisschen leveln, bevor ich da reingehe. Ist so schnell. Echt jetzt? Ich kann mit. Ach, deswegen kann ich mit keinem quatschen. Interessant. Quatschen mit keinem? Wann wollen wir denn hier im Basislager direkt in der Nähe umziehen? Oh! Genau deswegen. Ah, da. Hui! Deswegen wollte ich Lamas. Okay, wir ziehen uns mal kurz um. Leute, bis auf er. Leute, mit einem nicht reden, nur weil man falsche Sachen anhat. Hallo? Ich bin immer noch derselbe Mensch. Mit modernen Klamotten. Klamottenrassismus. Euch beklauen darf ich trotzdem, egal was ich anhabe. Ach nö. Wir gehen oberhalb. Oh, da war was. Erst. Das wow. Ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. So fängt's an. Oh, die sind freundlich. Lassen wir die in unser Dorf. So wie mich. Und dann beklaue ich euch. Kilometergeld. Sorry. Sorry. Muss mich umziehen. Dann kannst du mich zusammenscheißen. Inventar. Klamotten. Zack. Fähigkeitspunkte brauchen wir eh nicht. Wir machen Dings. Okay, Nebenaufgaben. Nebenbei, Nebenmission. Die, das. Sorry. Kennt ihr das nicht? Schnell gehen? Okay. Ihr kennt das ja. Schnauze-Handy. Ihr kennt das ja. In jedem Projekt gibt es diese eine Folge. Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Liebe. Früher hing sie in der Luft wie der Duft von Hibiskus. Der Duft verschwand mit dem Tod von Unuratus Mann Sairi. Ihre Liebe war ansteckend. Wo immer sie hingingen, hielten sie Händchen. Sie kauften an einem sonnigen Tag wie heute gemeinsam auf dem Markt ein. Und wenn sie vorbeikamen, wurde alles heller. Ich habe nie zwei verliebtere Menschen gesehen. Wenn die ganzen Kämpfe erst vorbei sind, kehrt vielleicht der Duft von Hibiskus zurück. Lara, du weißt, was zu tun ist. Komm zu mir, dann machen wir das. Händchen halten. Sorry. Ich weiß, ihr macht viel Arbeit, aber pff, ist jetzt mal eins. Hahaha. Was habt ihr zum Klauen? Noch ein Fell. Yeah. Was? Guck mich so. Eins. Was hast du? Willst du plündern, Fremde? Nein. Große Krieger sind schon gescheitert. Versteckte Orte hüten Reichtümer. Falls du überlebst. Wovon redest du da? Von einem Übergangsritus. Einem Test, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Einer Prüfung für jeden Kultistenkrieger. Das ist nichts für jemanden wie dich.
Du ahnst nicht, wozu ich fähig bin. Dann finde den Pfad der Schlacht. Mal sehen, ob du und dein Hochmut ihn überleben. Dein Ernst? Krieg ich ja voll hin. Ich bin Lara Croft. Älteste, beste, meistgeliebte Actionheldin. Gaming-Heldin. Of the world. Hier waren ja diese weißen Tierchen. Sorry. Ach, ich bin voll. Sorry. Hier hat er mir gerade gesagt, Herausforderung. Oh. Verdammt. Okay, okay, okay. Wo soll der Eingang sein? Oh, wahrscheinlich im Wasser. Jo. War ja wohl klar. Das ist keine Piranha sein. Ich hasse Piranhas. Komm, komm, komm. Meine Kohle. Meine Kohle. Hier ist doch kein Eingang. Welchen Eingang denn? Nein, hier auch nichts. Da! Moment, bevor wir da reintauchen, kurz Luft holen und rein da. Oh, bitte keine Piranhas, bitte keine Piranhas, bitte keine Piranhas. Sehr dunkel. Hi. Er kriecht durch. Ja, 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 ja. Schneller, 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 schneller. Okay. Warum müssen die alle so ekelhaft sein? Batman. Oi, 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 oi. Oh, da. Ach, gut. Hier? X'chel. Die Mondgöttinnen in vielen anderen Kulturen war auch die Maya-Göttin X'chel eine Muttergottheit, die über Schwangerschaften und Geburten wachte. Zu den Naturphänomenen, die ihr zugeordnet wurden, zählten unter anderem Wasserfälle, Regengüsse und Regenbögen. Sie war außerdem die Göttin jeglicher Handwerkskünste, wie der Wasserfarbenmalerei und der Webkunst, die sie erfand. Sie war allerdings nicht nur fürsorglich,
Ihr Haar bestand aus lebenden Schlangen, sie trug einen Rock aus Knochen und hatte ein legendäres Temperament. Medusa? Bist du es? Okay, wie viele Punkte haben wir denn? 2! Oh! Tada! Halten Sie LB und drücken Sie dann B, um Ausdauerpflanzen einzusetzen. Wieso leuchten seine Augen rot? Das ist ein Zombie. Ah, okay. Verringern also den Schaden. Gut. Obsidianklingen sind nie stumpf. Ja. Du hast es gerade noch gesagt. Ach du Scheiße. Wieso überall Spinnen? Was passiert jetzt? Heilige Macaroni. Das Tor ist offen. Jetzt muss ich darüber kommen. Wow. Aber wie? Jetzt sag mir nicht, das ist ein Zeitlimit oder sowas. Oh Gott, die Tempel werden ja immer ekliger. Ah, schön die Augen offen halten. Darstellung eines Tests. Kommt all die, die ihr euch für tapfer und mutig haltet. Findet heraus, ob ihr die Prüfungen überleben könnt, die euch erwarten. Gelingt es euch, habt ihr euch den Status als Krieger verdient. Jawohl. Ziehen, drücken, schieben. Ja. Ist klar. Wow. Super Mario wäre stolz auf mich. Yo, Transformers incoming. Ich muss irgendwie darauf klettern. Oder es absenken. Yo! Okay, draufklettern. Oder es absenken. Ah, da kommen wir bestimmt nur von oben rein. Da am besten hin. Wo könnte man darauf klettern? Oh Gott, wir werden sowas von sterben. Da wäre eigentlich das Beste. Ich weiß nicht, ob die sich daran festhält. Wir probieren es einfach mal. Okay, drüber springen ist nicht. Okay, daran festhalten ist auch nicht. Hä?
Okay, da hält die sich nicht dran fest. Aber hä, wie soll ich denn dann sonst bitte da hochkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu öffnen. Kontrolliere lieber vorher. Man muss die Maschine anhalten können. Ziehen? Die Totemarme sind jetzt verschränkt. Ah, super, auch noch mit Zeitlimit. Let's go. Ui. Nein! Oh, das war zu spät. Komm mal, wirklich? Das hier mit. Jetzt nicht gecheckt. Ich muss hier den Schalter da hinten aktivieren. Wow. Den Schalter hinten aktivieren, dann den Gang durchlaufen. Hier den Gang durchlaufen und dann den Schalter, damit das tiefer geht. Yay! Easy! Hello. Okay. No. Diesmal nicht. Go. Ja, jetzt die andere Seite. Jo. Okay, da könnten wir drunter. Oder wir laufen einfach mal im Kreis. Den äußeren Weg. Ach so, nee, das ist ja. Den Hebel ein zweites Mal ziehen. Ja, das wissen wir. Aber erstmal hier das Ding finden. So, hier nämlich. Go, Mädel. Oh. Okay, das hier ist richtig mies. Ja.
komm. Wow. Nein! Och, Mann! Sorry, Lara. Sorry. Wow. Oh. Au. Scheiß Feuer. Verdammt, ey. Also, ich in echt würde ja irgendwas dazwischen klemmen. Au. Damit das Ding nicht da sich wieder ranzieht. Nicht. Oh. Mann, ey. Au. So, alles mit Geduld. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Wow. Ja. Warum nicht? Hä? Warum nicht? Boah. Lara. Da lang. Klettern, klettern, klettern. Und das nur für was? Ey, das muss jetzt so overpowered sein, was wir kriegen. Köcher der Wespe. Verschießen Sie bis zu 3 Pfeile ohne Pfeile aus... Ehrlich? Ich schieße eh nur einmal! Dein fucking Ernst, ey. Boah. Ehrlich. Danke. Bisschen Licht tut immer gut. Wer sagt dir eigentlich... Wow. Wer sagt dir eigentlich, dass du das ausmachen darfst? Ich möchte gerne einen Knopf haben, wo ich das selber steuere. Oh, Mädel!
Autsch, wenn so ein Ding runterkracht, das tut weh. Obwohl, ich habe gerade die Prüfung der Krieger absolviert, also pff, was soll das noch, hä? Wupp. Gott schon. Denkt euch mal was Schwierigeres. Oh, ich halt die Fresse. Was? Noch eins? Ach nee, das ist der Ausgang. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Bleh. Ich will gleich das Gesicht von dem Tuppes sehen. Trinity, get hold of this. Let's think this through. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. What have I done? He wants to alter the course of humanity. If you had that power, what would you do?